So, Buddies Liste, die nächste. Also, ein weiterer Punkt, warum euer Wagen eventuell nicht anspringt oder immer mal wieder stottert, ist dieses Teil hier. Das ist der sogenannte Zündanlassschalter. Und der Zündanlassschalter, der sitzt im Zündschloss. Da ist das Zündschloss. Da unten drin. Ja. Hier gehen die Kabel. Das sind die Leitungen vom Anlasser und von allen möglichen Sachen, die von irgendwo herkommen. Geht hier auf diesen Stecker drauf, den ich jetzt ausgebaut habe, weil der kaputt war. Und ja, also im Grunde genommen das Teil hier hinten, das ist da, wo die Spitze vom Schlüssel drin sitzt. Oder ja, von der Mechanik. Also man kann hier auch, wenn ich einen. Mal gucken, wie ich das bekomme. Also wenn man das hier so sieht, ne, wenn man geht hier mit der Spitze drin, dann kann man das halt hier so drehen. Und da geht er dann halt auf die verschiedenen Positionen. Und das Ding kann aus verschiedenen Gründen natürlich verschleißen, wenn man zu oft den Motor an- und ausgemacht hat, aber auch durch zu hohe Ströme, die hier durchgehen, weil die Kontakte, die in zum Teil kommen die von der Batterie und gehen direkt zum Starter. Und da fließen zum Teil so hohe Ströme drüber, dass das Ding zerstört wird. Und in dem Fall war das jetzt auch der Fall. Da war der Anlasser kaputt und dann ist über diesen Zündanlassschalter hier so viel Strom geflossen, wahrscheinlich davon mal abgesehen, dass er auch viel benutzt wurde, dass er den dann intern zerlegt hat. Also der hat nicht mehr die Funktion, also der hat nicht mehr die Kontakte beim Zündung einschalten verbunden, die er hätte verbinden sollen. Und ja. Der Teil kostet irgendwas so zwischen 7 und 25 Euro, je nachdem, was für eine qualitativen Ausführung man sich das kauft. Und ja, ist auf jeden Fall eine der ersten Sachen, die man ausprobieren sollte, weil es halt so super billig ist. Also wenn man sich den Billion für 7 Euro kauft, da kann man nichts falsch machen. Und hier ist ein Loch für eine kleine Schraube, ne? Mal gucken, wenn man das hier so sieht. So. Und die sitzt hier unten. Naja, ich meine, man sieht es ja, wenn er das Ding kauft, seht er ja, wo die rinnen muss. Also von hier ist, von so ist der Schalter, der sitzt hier so unten drin. Und da muss man da irgendwie versuchen, an diese Schraube ranzukommen. Das ist eine kleine Kreuzschraube, wo man, also man kommt schlecht dran. Man kann es nicht anders sagen. Also am besten mit einem Kreuzbit von so einer Bitaufnahme und dann mit einem kleinen Schraubenschlüssel oder mit einer Zange oder so. Ist auch nicht besonders fest gedreht, aber also sehr viel optimaler, unoptimaler kann man das nicht bauen. Ich habe, um das auszubauen, habe ich das Lenkrad abgenommen. Das ging jetzt bei dem Modell hier relativ gut, weil der kein Airbag hat. Hat mir jetzt ein bisschen mehr Spielraum da unten gegeben, aber wie gesagt, das ist alles andere als optimal. Was natürlich, wenn man das Ding schon in der Hand hat. Also im Grunde genommen macht das natürlich sehr einfach, das einen VW-Bus zu klauen. Also von daher, Leute, baut euch eine Wegfahrsperre ein, wenn ihr nicht schon eine habt. Weil die Verkleidung da unten abzubauen, das sind zwei Schrauben oder im Zweifelsfall ein ordentlicher Schlag mit dem Handgelenk, dann ist die Verkleidung ab. Dann zieht man da unten die Stecker raus, macht die Stecker in das Ding hier drin und dann kann man das Ding ganz normal starten. Also das ist, hier mit einem Stück Holz oder mit einem Schlüssel, was man hier drin steckt. Also in puncto Diebstahlsicherung geht da nicht so viel mit dem Ding. Also ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das ist ein weiterer Punkt von der Buddies-Liste, die man im T4-Wiki findet. Und ja, wenn ich euch damit helfen konnte, dann lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like Beschreibung. In der Beschreibung findet ihr natürlich, wo ihr das kaufen könnt. Bis bald im nächsten Video.